Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der wunschgetreu Tesch-Sparte. Mein Name ist Chris und das ist die Braun Series 5. Diesen Rasierer haben wir für euch getestet und alle unsere Erkenntnisse seht ihr jetzt hier in diesem Video. Also bleibt einfach dran, jetzt geht's los. Auf geht's mit der Braun Series 5. Bevor wir zum Praxistest kommen, geben wir euch erstmal einen Überblick zum Produkt und zwar im Punkt Ausstattung und Technik. Beim Braun handelt es sich um einen sogenannten Folienrasierer. Charakteristisch für diese Art von Rasierapparaten ist der rechteckige Klingenblock sowie die Nutzung von Scherfolien zum Schutz der Haut. Speziell bei der Braun Series 5 haben wir ein Schersystem mit insgesamt 3 Klingen, die unabhängig voneinander bewegt werden können und sich dadurch an die Gesichtskonturen anlegen. Das Gerät kann sowohl zur Trocken- als auch zur Nassrasur verwendet werden und ist wasserdicht, sodass es auch unter der Dusche zum Einsatz kommen kann. Als zusätzliches Feature hat der Rasierer noch eine Anzeige für den Klingenwechsel und die Reinigung. Der Akku bringt im Vergleich mit anderen Rasierern auf dem Markt eine annehmbare Leistung mit. 50 Minuten Rasurzeit hat man hier mit einer vollen Ladung zur Verfügung. Etwas länger, also 60 Minuten, braucht es dann, um den Akku wieder voll zu laden. Sollte es mal knapp werden, verfügt der Rasierer noch über eine Quick-Charge-Funktion. Das heißt, man lädt 5 Minuten auf und erhält dadurch immerhin ausreichend Power, um einen kurzen Rasurzyklus zu bewältigen. Verfolgen kann man den Akkustand über das Display. Hier werden 3 Abstufungen angezeigt, sodass man eine grobe Orientierung hat, wann das Gerät ans Netz muss. Einen Netzbetrieb gibt es dem entgegen leider nicht. Der Rasierer wird entsprechend nicht funktionieren, wenn er sich im Lademodus befindet. Damit sich der Akku nicht versehentlich entladen kann, verfügt das Gerät zudem über eine Tastensperre. Einfach den Anschalter ein paar Sekunden gedrückt halten und so kann auch im Koffer oder in der Reisetasche eigentlich nichts mehr passieren. Was den Lieferumfang angeht, haben wir bei der Series 5 ein paar nützliche Sachen mit dabei. Neben Netzteil und Reinigungsbürste ist noch eine Schutzkappe für die Klingen enthalten. Was bei der von uns gewählten Variante leider fehlt, ist ein Präzisionstrimmer für Feinheiten oder zum Vortrimmen. Für all diejenigen, die nicht auf dieses Feature verzichten möchten, gibt es aber entsprechende Ausstattungsvarianten zu kaufen. Sei es mit Präzisionstrimmeraufsatz, 3-Tage-Barttrimmer oder Bodygroomer. Grundsätzlich sollte hier für jeden etwas dabei sein. Übrigens, den Link zum Rasierer findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und auch die verschiedenen Ausstattungsvarianten werden wir dort für euch verlinken. Im Praxistest haben wir uns den Rasierer dann erstmal aus der Nähe angeschaut. Verarbeitungstechnisch gibt's hier nichts zu meckern. Alle Teile passen gut zusammen und machen einen ordentlich gefertigten Eindruck. Speziell bei Braun-Rasierern kann man sogar sagen, dass die Produkte etwas robuster bzw. handfester wirken als zum Beispiel die Rotationsrasierer von Philips. Auch punkte die Series 5 durch ein schlankes Design mit gummiertem Handgriff, wodurch der Rasierer gut und sicher in der Hand liegt. Was Bedienung und Handling angeht, profitiert der Rasierer davon, dass die Klingen beweglich sind. Dadurch fährt er das Gesicht grundsätzlich gut nach und schmiegt sich an die Konturen an. Das ist jetzt nicht unbedingt ein grundsätzlicher Vorteil, den die Folienrasierer mitbringen. Gerade an verwinkelten Stellen, wie beispielsweise am Kinn, passen sich unserer Meinung nach Rotationsrasierer noch ein wenig besser an. Dennoch macht die Series 5 hier aufgrund ihres Aufbaus eine gute Figur und spielt darüber hinaus die Stärken der Folienrasierer gut aus. Das heißt, besonders an den Koteletten oder unter der Nase kann man damit gut rasieren. Einzig der Rasiererkopf hätte unserer Meinung nach beweglich sein können. Das hätte die Rasur noch etwas anschmiegsamer gemacht. Gemessen an der Preisklasse hätte man das vielleicht auch schon erwarten dürfen. Ein weiterer Vorteil bei den Braunrasierern ist die einfache Handhabung. Anders als bei den Rotationsrasierern muss man sich nicht erst an eine spezielle Rasurtechnik gewöhnen. Stattdessen kann man mehr oder weniger einfach drauf losrasieren. Lediglich die Haut sollte man etwas straffen und wenn möglich gegen die Wuchsrichtung arbeiten. Auch sonst gibt es bei der Bedienung nicht viel zu beachten. Alles funktioniert einfach und an sich intuitiv. Obwohl der Präzisionstrimmeraufsatz in unserem Bundle nicht enthalten war, haben wir uns einen besorgt, um auch diesen für euch testen zu können. Im Ergebnis kann man sagen, dass der Trimmer gut funktioniert und sich im Alltag als nützlich erwiesen hat. Schade ist nur, dass er nicht zum Ausklappen ist, wie es zum Beispiel bei den meisten Philips-Geräten der Fall ist. Das wäre definitiv bequemer gewesen. Dennoch ist das Aufstecksystem an sich in Ordnung. Braun selbst bezeichnet es als Easy-Click-Funktion. Und in der Tat kann man dadurch den Aufsatz mit ein bisschen Übung relativ leicht und schnell tauschen. Ansonsten kann man zur Series 5 noch sagen, dass man mit dem Gerät im Großen und Ganzen angenehm arbeiten kann. Es ist mit 173 Gramm gewichtstechnisch mit das leichteste in unserem Test und die Vibration im Handstück ist zwar schon spürbar, aber definitiv in Ordnung. Auch die Klingen sind nach 2 bis 2,5 Minuten Rasurzeit höchstens lauwarm bis warm auf der Haut, was man im Großen und Ganzen noch als angenehm bezeichnen kann. Lediglich bei der Lautstärke gehört der Rasierer mit um die 67 Dezibel zu den lautesten Geräten in unserem Test. Gleichwohl ist das Geräusch an sich angenehm.
Auf jeden Fall klingt der Rasierer deutlich voller bzw. satter als die eher hochfrequenten Geräte von Philips und auch weniger grobschlächtig als die Braun Series 3. Unterm Strich kann man mit der Geräuschanmutung auf jeden Fall gut leben. Und nun schauen wir mal, was unser Kollege Christo zu erzählen hat. Der hat die Series 5 nämlich für uns im Alltag auf die Probe gestellt und dabei einiges an Erfahrung gesammelt. Ja, nun habe ich über Wochen hinweg zig verschiedene Rasierer getestet und dabei vor allem erstmal eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Und das gilt im Grunde genommen für alle Rasierer, die ich getestet habe, nämlich glaubt nicht an die Werbung. In der Werbung wird einem suggeriert, dass man im Grunde einmal drüber geht und alle Haare sind weg. Und dem ist nicht so. Und zwar egal, ob ihr einen habt für 50 Euro oder einen für mehrere hundert. Ja, und was heißt das jetzt genau? Also im Grunde ist es so, dass es zwischen den einzelnen Rasierern schon Unterschiede gibt. So im Sinne von, der eine rasiert ein bisschen besser und der andere rasiert ein bisschen schlechter. Aber alle haben das gleiche Grundproblem. Das heißt, sie rasieren zwar, aber an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel am Hals, da bleiben dann doch mal ein paar Haare stehen. Von daher würde ich euch empfehlen, und das gilt für alle Geräte, rasiert euch in relativ kurzen Intervallen. Also sprich täglich oder zumindest alle 2 Tage. Und wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann trimmt den Bart zumindest einmal vor und macht dann im Endeffekt mit dem Rasierer nur noch den Feinschliff. So, kommen wir ganz konkret zur Braun Series 5. Ich gehe die Punkte einmal mit euch durch. Erster Punkt, die Klingen fühlen sich auf der Haut super angenehm an. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Man muss es ein bisschen einordnen. Die Philips-Geräte machen das aus meiner Sicht ein bisschen besser. Aber das hier ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Zweiter Punkt. Man sieht es schon, um die Klinge herum ist das Ganze hier so ein bisschen ausfällig gebaut. Und das sorgt dafür, dass wenn ich mich jetzt rasieren will vorm Spiegel, ich nicht so genau sehen kann, wo ich gerade bin. Und ja, das ist natürlich nicht so schön. Im Endeffekt aber auch nur ein Abzug in der B-Note. Punkt 3 ist das Sicherheitsgefühl und das ist aus meiner Sicht bei diesem Gerät sehr gut. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich mich damit irgendwie schneiden könnte und auch geziept hat da nichts. Also insofern gibt es da auf jeden Fall nichts zu meckern. Was Hautirritationen angeht, muss man hier allerdings ein bisschen Abstriche machen. Versteht mich jetzt nicht falsch, ihr geht da nicht einmal drüber und alles ist rot, so ist das jetzt nicht gemeint. Aber die Philips-Geräte machen das besser. Und ich hätte bei diesem Gerät erwartet, dass er es zumindest ein bisschen besser macht als sein kleiner Bruder. Also das wäre in dem Fall die Series 3. Und dem ist leider nicht so und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Auch was das Rasurergebnis angeht, hätte ich mir von dem Series 5 tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass er nicht rasiert. Ne? Aber man muss das ja so ein bisschen ins Verhältnis setzen und ich bin der Meinung, dass die Braun Series 5 besser sein müsste als die Braun Series 3. Das habe ich aber so in meinem Test nicht erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass die eher so auf einem Niveau sind und das finde ich ein bisschen schade. Das sollte sich ein bisschen besser abgrenzen. Wie war die Nassrasur? Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, den ich sag mal, geräteübergreifend beantworten kann, weil es da aus meiner Sicht gar nicht so große Unterschiede zwischen den einzelnen Rasierern gab. Was ich dazu sagen kann ist, ja, kann man machen und ja, funktioniert auch. Aber man muss sich auch fragen, macht das denn überhaupt Sinn? Und das ist eben das große Aber an der ganzen Geschichte. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mir jetzt da schon irgend so einen Schaum ins Gesicht schmiere, dann kann ich auch gleich einen Nassrasierer nehmen und habe dann im Endeffekt auch direkt ein besseres Ergebnis als mit einem Elektrorasierer. Einen Vorteil hat das Ganze dennoch, und zwar für all diejenigen, die sich gerne unter der Dusche rasieren wollen. Und zwar schneidet man sich damit nicht so schnell. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass man sich damit gar nicht schneiden kann, aber eben nicht so schnell wie mit so einem Nassrasierer. Und das ist natürlich gerade dann cool, wenn man unter der Dusche steht und keinen Spiegel zur Verfügung hat. Und nochmal zur Erinnerung. Den Link zum Rasierer findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Damit der Rasierer möglichst lange seinen Dienst verrichten kann, ist es natürlich wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen. Dafür zieht man einfach das Schälelement ab und hat dann die Möglichkeit, das Ganze erstmal vorsichtig auszuklopfen. Danach kann man das Schälelement wieder aufsetzen und bei laufendem Gerät unter fließendem Wasser ausspülen. Grundsätzlich ist das alles easy und kein Problem. Als Besonderheit gibt es bei diesem Gerät noch die schnelle Reinigung für zwischendurch. Dafür wird die sogenannte Easy Clean Öffnung genutzt. Das heißt, der Rasiererkopf ist oben geöffnet, wodurch man ihn ausspülen kann, ohne das Scherteil abnehmen zu müssen. Kommen wir zu den Klingen. Und wie das bei Klingen so ist, werden diese irgendwann stumpf.
Damit man hier einen Überblick hat, gibt es wie bereits erwähnt einen Wechselindikator. Meldet sich dieser zu Wort, sollte das Klingensystem gewechselt werden. Für gewöhnlich halten die Klingen zwischen 1 und 2 Jahre. Kommen wir zum Fazit. Mit dem Standardpaket der Braun Series 5 bekommt man einen Rasierer der günstigen bis mittleren Preisklasse, der in den meisten Punkten dieser Einordnung gerecht wird. Ein Netzbetrieb sowie ein integrierter Trimmer wären schön gewesen und auch der leicht ausfällige Scherkopf versperrt manchmal die Sicht ein wenig. Ansonsten haben wir für einen Folienrasierer aber eine gute Leistung. Auch was das Thema Hautirritation angeht, ist das aus unserer Sicht noch in Ordnung gewesen. Ansonsten fühlt er sich angenehm an auf der Haut und auch die Features sowie der Lieferumfang fallen in dieser Preisklasse unserer Meinung nach angemessen aus. Etwas schade ist aus unserer Sicht das Rasurergebnis. Besser als die Series 3 hätte es schon sein müssen. Stattdessen sehen wir einen deutlicheren Leistungssprung erst bei der Series 7. Zwar kriegt man mit der Series 5 die Haare runter, aber etwas mehr Abgrenzung zwischen den Serien hätten wir hier schon erwartet. Einen guten Rasierer haben wir hier dennoch und man kann auch sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Falsch machen kann man also nichts. Wer jedoch auch bereit wäre, etwas mehr Geld auszugeben, sollte sich vielleicht die Series 7 mal anschauen. So, diesen Rasierer haben wir für euch gecheckt. Wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir es für euch verlinkt. Ansonsten bleibt gerne noch mal kurz dran, denn in der Endcard haben wir noch ein paar interessante Videovorschläge.